Frau Präsidentin, werte Kollegen! Ich kann ja den verzweifelten Versuch der Kolleginnen Göring-Eckardt und Pothmer verstehen, den Eindruck hier zu erwecken, dass wir in der Großen Koalition hier in den letzten Monaten nichts getan hätten. Aber die Vorredner haben ja schon einige Punkte aufgegriffen. Und ich weiß, dass Sie das nicht so gern hören, und deshalb wiederhole ich es umso mehr noch einmal. Wir haben es geschafft in den letzten 12 Monaten, dass Flüchtlinge nach bereits 3 Monaten Arbeit aufnehmen dürfen. Sie dürfen nach spätestens 15 Monaten frei ihren Beruf wählen. Dort, wo es Fachkräftemangel gibt, können sie es sogar sofort. Sie dürfen nach 3 Monaten in Deutschland wohnen, wo sie wollen. Und wir werden den Kommunen in den nächsten 2 Jahren mit über 1 Milliarde Euro zusätzlich unter die Arme greifen. Und darüber hinaus gibt der Bund auch noch mal zusätzlich 40 Millionen Euro für Sprach- und Integrationskurse aus. Ich finde, dass man hier wirklich nicht sagen kann, dass wir die Hände untätig in den Schoß gelegt haben, sondern wir haben als Bund unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn ich mir Ihren Antrag aber so anschaue, dann bekomme ich den Eindruck, dass Sie es nicht wirklich ernst meinen. Werte Kollegen von den Grünen, ich weiß, es bereitet ja Ihnen eine diebische Freude, hier vor diesem Pult zu betonen, dass Sie in mehr Bundesländern regieren als die Union. Aber offensichtlich wissen Sie nicht, wie Sie mit dieser Verantwortung umgehen sollen. Die allermeisten Punkte, die Sie Ihrem Antrag geschrieben haben, können Sie in den Ländern schon längst umsetzen. Egal, ob es um Sprachkurse geht, die Netzwerkarbeit, die Beratung, die Betreuung, alles Sache der Länder. Stattdessen laden Sie Ihre Verantwortung hier vor dem Bund ab. Der Bund ist für das Asylverfahren zuständig, die Länder sind für die Flüchtlinge da. Und dass das auch geht, sieht man ja an den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Ich bin ja wirklich unverdächtig, ein großer Anhänger des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu sein, trifft allerdings auch auf die Bundestagsfraktion der Grünen zu. Er macht nämlich genau das, was Sie fordern, nämlich zielgruppenspezifische Sprachkurse auf Kosten des Landes anzubieten. Und ich empfehle den grünen Landespolitikern anderswo einen Besuch, wie hat es Jürgen Trittin, glaube ich, formuliert gehabt vor 2 Jahren, so ganz charmant, im Waziristan der Grünen abzustatten. Aber wahrscheinlich trauen Sie sich ja nicht, dahin zu fahren. Könnte eine unangenehme Begegnung mit der Realität werden. Herr Wittaker, die Kollegin Bodmer hatte die Bitte nach einer Zwischenfrage. Von wem, Entschuldigung? Von der Kollegin Bodmer. Der Kollegin Bodmer kann ich keinen Wunsch abschlagen. Bitte schön. Also, Herr Kollege Wittaker, das kann Sie noch teuer zu stehen kommen. Das werden wir ja gleich sehen. Herr Kollege Wittaker, unser Antrag ist überschrieben mit dem Titel »In die Zukunft investieren, Asylsuchende auf ihrem Weg in Arbeit und Ausbildung zu unterstützen«. Da haben wir es im Wesentlichen auch mit bundespolitischen Kompetenzen zu tun. Und wenn Sie hier sagen, der Bund hat seine Hausaufgaben gemacht, dann müssten Sie uns hier mal erklären, warum die Bundesagentur für Arbeit ein 15-seitiges Papier vorgelegt hat, mit dem Titel Herausforderungen und Handlungsempfehlungen humanitäre Zuwanderung in Ausbildung und Arbeit bringen. Die Bundesagentur für Arbeit sieht einen erheblichen Handlungsbedarf. Sie selber ist an die Öffentlichkeit getreten mit Forderungen, 1000 zusätzliche Stellen einzurichten, weil wir jetzt den Flaschenhals in den Jobcentern und bei den Agenturen haben, weil es unheimlich viel Nachsteuerungsbedarf gibt, zum Beispiel in der Frage Anerkennung von ausländischen Qualifikationen. Ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen. Also nehmen Sie doch bitte mal zur Kenntnis, das ist nicht nur die Fraktion Bündnis 90 die Grünen ist, dass es darüber hinaus auch die Bundesagentur für Arbeit ist, dass es die Arbeitgeberverbände sind, dass es die IHK, die Handwerkskammern sind, die einen erheblichen Handlungsbedarf sehen. Stellen Sie nicht fest, dass Sie mit Ihrer Auffassung zunehmend sehr einsam werden? Frau Kollegin Pothmer, ich finde eher, dass es sehr einsam um Sie geworden ist in Ihrer Fraktion. Sie haben letzte Woche in der Medienlandschaft groß verkündet, dass Sie 1000 neue Stellen für die BA schaffen wollen, die dieses Problem beheben. In Ihrem Antrag steht davon nichts mehr. Also insofern mache ich mir um meine Einsamkeit keine Sorgen, Frau Kollegin Pothmer.
Ich nehme aber auch Ihren Antrag deshalb nicht wirklich ernst, Frau Kollegin, weil ich glaube, dass es eher ein Show-Effekt ist, den Sie hier versuchen zu platzieren. Es ist ja nicht so, dass die Flüchtlinge erst seit Sonntag in dieses Land gekommen sind. Wir diskutieren ja dieses Thema seit über einem Jahr und andere Kollegen haben es schon gesagt, es gibt dazu auch keine einfachen Antworten. Aber wissen Sie, da zetteln Sie für heute eine Debatte an und dann schaffen Sie es gerade erst einmal 2 Tage vorher in Ihrer eigenen Fraktion zu klären, was Sie überhaupt wollen und einen Antrag hier im Bundestag zu stellen. Für einen Tag, an dem der Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern stattfindet. Ich kann darin nichts anderes erkennen als der verzweifelte Versuch Ihrer Bundestagsfraktion, mit diesem Thema in den Medien aufzutauchen. Und Frau Präsidentin, die Opposition scheint manchmal zu vergessen, dass wir hier Politik machen und keine Theatervorstellung geben. Das ist eine freundliche Erinnerung Ihres Parteifreundes. Ich hoffe, er ist noch Ihr Parteifreund, Joschka Fischer. Das hat er mal nämlich von diesem Pult aus gesagt. Ich nehme Ihren Antrag auch aus einem dritten Grund nicht ernst. Ihr Showantrag geht nämlich in der Realität wirklich vorbei. Was ist das Hauptproblem dafür, dass Asylbewerber keinen Job finden bzw. Schwierigkeiten bei der Jobsuche haben? Und da kam vor kurzem eine Bertelsmann-Studie zur Veröffentlichung, in der ganz klar drin stand, dass die Asylverfahren zu lange dauern. Letztes Jahr betrug die durchschnittliche Wartezeit circa 7 Monate. Und diese Wartezeit ist nicht hinnehmbar. Deshalb haben wir auch beim letzten Flüchtlingsgipfel vereinbart, 2000 neue Stellen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu schaffen. Damit verdoppeln wir fast das Personal in diesem Amt, um diesen unsäglichen Wartestau zu beseitigen. Aber dazu steht in Ihrem Antrag nichts, und das ist enttäuschend. Und in Ihrem Antrag schweigen Sie auch zu einem Thema, was Ihnen natürlich auch unangenehm ist, nämlich zu der Frage, wie wir Wirtschaftsflüchtlinge so schnell wie möglich in ihre Heimatländer zurückbringen können. Die Deutschen, und das nehme ich in meinem Wahlkreis wahr, und das wird sicherlich vielen Kollegen hier genauso gehen, sind sehr offen und extrem hilfsbereit gegenüber den Flüchtlingen, die Schreckliches erlebt haben. Sie engagieren sich wirklich aufopferungsvoll als Sprachlehrer, als Integrationshelfer, oder sie sind einfach nur so da. Aber diese Haltung der Bürger kann sich ändern, wenn die Probleme, die durch den großen Zustrom von Asylbewerbern entstanden sind, nicht gelöst werden. Dieser bemerkenswerte Satz stammt nicht von mir, sondern vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, nachzulesen in der Zeit vom 19. September letzten Jahres. Und wer mit den Menschen spricht, der wird merken, dass dieser Satz wahr ist. Die Menschen in diesem Land sehen sehr wohl den Unterschied zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und humanitären Flüchtlingen. Sie wissen genau, wer dringend Hilfe braucht und wer nicht. Und deshalb wäre es ein starkes Signal von Ihnen, liebe Grüne, wenn Sie hier im Deutschen Bundestag und im Bundesrat Ihre Blockadehaltung endlich aufgeben würden, damit wir alle Balkanstaaten endlich zu sicheren Herkunftsländern erklären können. Aber natürlich, das wollen Sie nicht hören. Das passt nicht in Ihre heile Flüchtlingspolitik. Stattdessen ist es einfacher, sich hier hinzustellen und uns als Union zu verunglimpfen. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Wissen Sie, wir haben als Union schon nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlingspolitik neu begründet. Ich zitiere: Jede Art von Selbsthilfe soll größtmögliche Förderung erfahren, damit die Flüchtlinge in freizügiger Weise am Wirtschafts- und Gesellschaftsleben teilnehmen können. Das stand so im CDU-Wahlprogramm von 1949. Und da waren Sie als Grüne, soweit man hier noch sagt, Quark im Schaufenster. Aber genau deshalb heißen wir ja übrigens auch Union und nicht Partei. Wir haben es als politische Kraft verstanden, Menschen als Union zusammenzubringen und nicht als Partei zu spalten. Es war eben die Union, die dafür gesorgt hat, dass nach dem Zweiten Weltkrieg 8 Millionen Flüchtlinge und Heimatvertriebene eine neue Heimat in Westdeutschland gefunden haben. Heute reden wir von 400.000. Und es ist deshalb schon eine Ironie der Geschichte, wie ich finde, wenn Sie uns vorwerfen wollen, dass wir nichts von Flüchtlingspolitik verstehen. Dazu fällt mir und meinen Kollegen der CDU-CSU-Fraktion wirklich nichts mehr ein. Sie nutzen diese Debatte schlicht und ergreifend zur Effekthascherei für eine billige Schlagzeile in der Zeitung. Dafür sind wir nicht zu haben. Dankeschön. Vielen Dank. Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, schließe ich die Aussprache.